Hi, Ihr ho, solltet Leute. mich mal sehen, wenn mir Ich lang begrüße euch langweilig zu einer ist. neuen Folge Elder Scrolls 5 Skyrim in der Special Edition. In der letzten Folge habe ich die Quest mit dem Horrorhaus von Markarth abgeschlossen, an deren Ende ich Logrolf, den Starrsinnigen, diesen Priester, ihr erinnert euch vielleicht, abmurksen musste. Danach bin ich ein bisschen lost hier in, wo bin ich mittlerweile? In Einsamkeit, glaube ich, wieder, ne? Na, Mann, ich will doch nur die Karte aufhaben. Ja, in Einsamkeit bin ich jetzt und da werde ich direkt folgende Quest angehen. Ich suche sie eben raus, überzeuge Vittoria Vici, die Würzweinlieferung freizugeben. Ich erinnere mich nicht mehr so ganz an den Hergang dieser Quest, wie ich die aufgetan habe. Keine Ahnung. In der letzten Folge war ich schon an Vittorias Haus. Aber da wir Nachtzeit hatten, hätte ich da einbrechen müssen und das wäre der Sache jetzt nicht so förderlich gewesen. Ach Moment, die scheint hier draußen rumzurennen, wenn ich den Marker oben betrachte. Dann muss ich gar nicht zu ihrem Haus, sondern die irgendwo hier auftun, ne? Oh, die scheint im Außenbereich zu sein. Okay. Ach, das ist sie. Stehen Manche bleiben. behaupten, ich hätte diese Stelle nur erhalten, weil ich die Cousine des Kaisers bin. Unsinn. Dieser Mann hat mir nichts geschenkt. Er kommt ja noch nicht einmal zu meiner Hochzeit. Ja, Yvette San hat mich gebeten, mich nach ihrer Gewürzlieferung zu erkundigen. So übersetze ich das Ganze jetzt mal. Ach ja, wenn sie den Zoll von 2000 Goldstücken entrichten möchte, wäre alles geregelt. Das hier scheint die günstigste Alternative zu sein. Persuade, was heißt das? Überreden? Ich versuche mal zu überreden. Ich schätze, ich kann eine Ausnahme machen. Ich mag ihren Würzwein sehr. Na schön. Richtet Yvette Zahn aus, dass ihre Lieferung in Kürze nach Einsamkeit gebracht werden wird. Boah, Mashallah, das habe ich aber gekonnt gelöst jetzt hier. Das ist jetzt mal gut gelaufen, Leute. So, dann sage ich Yvette Zahn jetzt Bescheid. Keine Ahnung, Gewürzlieferung hört sich auch so nach einem Codewort für Drogenhandel an, irgendwie, finde ich. Oder Drogenschmuggel, besser gesagt. Ah, da hinten muss ich hin. Okay. Haltet die Kälte fern mit unserem Würzwein. Das Befiedern gefällt mir. Würzwein für es euch? Ist schwierig Hergestellt nach einem alten aber ein Familienrezept. Trifft, als hätte ihn ein wütender Gott verschossen. Die Ostkaiserliche Handelsgesellschaft hat eure Gewürze verschickt. Danke vielmals. Bei jeder Ladung gibt es Probleme. Nehmt dies für eure Mühe. Abgeschlossen. Krass. Folge läuft keine 4 Minuten. Und ich habe einfach schon die Quest angefangen und abgeschlossen. Cool. Ja, das war ja effektiv, würde ich sagen, ne? Müssen wir nur gucken, was wir jetzt noch erledigen können. Da können wir noch so eine Mini-Quest erledigen. Berichte Angeline, was Aldis gesagt hat. Okay, ich habe keine Ahnung, was der irgendwann mal gesagt hat, aber seht euch nur gründlich um. Wird schon. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn okay, nicht, sie ist das. Es ist schön, ein neues Gesicht zu sehen.
Ihr kommt nicht zufällig aus Weißlauf, oder? Ach, für die sollte ich doch die Tochter finden, ne? Ich habe Neuigkeiten von eurer Tochter. Ihr habt etwas aus Aldis herausbekommen. Ich wusste es. Was hat er gesagt? Angeline, Miss Marat, deine Tochter ist tot. Ich habe es ihr gesagt, dass die kaiserliche Armee sie umbringen wird. Dass dies ein Krieg zwischen den Jarl und den Generälen ist und wir nichts damit zu tun haben. Aber sie wollte einfach nicht hören. Es war mutig von euch, mit dieser Nachricht zu mir zu kommen. Ich kann euch nicht dafür danken, aber ihr habt mir einen Dienst erwiesen. Okay, dann war das nämlich auch. Ja, das sind halt alles so Quests, die ich in der Vergangenheit schon mal irgendwie vorangetrieben habe und jetzt nur noch zum Abschluss bringen musste. Ich erinnere mich selber schon gar nicht mehr so recht, was die beinhaltet haben. Vielleicht muss ich das nochmal überdenken mit dem, ich mache keine Schnellreisen. Weil wenn ich so eine Quest anfange oder durchziehe, dann muss ich hier immense Strecken in dieser Welt hinter mich legen und in dem Fall oder in den letzten Fällen bin ich dann halt nicht die nochmal quer über die Karte zurückgeritten, sondern bin die Quest, um die Quest abzuschließen, sondern bin in der Region geblieben, wo ich die Quest vorangetrieben habe und habe mich dann anderen Quests in diesen Bereichen gewidmet. Vielleicht sollte ich da einfach mehr schnell reisen, um diese Quest dann auch zum Abschluss zu bringen, weil ich erinnere mich jetzt schon gar nicht mehr, das ist ja x Folgen her gewesen, was Inhalt dieser Quests war und das ist dann auch irgendwie ein bisschen schade. Aber da werde ich nochmal drüber nachdenken. Ja, was mache ich jetzt mal? Bringe den ungewöhnlichen Edelstein zu einem Schätzer. Da frage ich mich, ob ich den überhaupt noch habe. Für die Quest muss ich nach Riften reisen. Ich mache das jetzt. Okay, ich kann irgendwie nicht schnell reisen, weil ich hier in der Butze bin von ihr. Oh, die sieht aber streng aus. Hallo, ich... Willkommen am Nabel der Welt. Oder zumindest der Welt meines Bruders Erikur. Dann werde ich jetzt mal eine Schnellreise nach Riften antreten. Ich probiere das jetzt einfach mal ein bisschen aus mit dem Schnellreisen. Ist vielleicht... Vielleicht sollte ich das doch hier und da mal machen. Und dann lasse ich jetzt hier mal diesen Edelstein schätzen. Schicke Roben. Seid ihr ein Zauberer oder sowas? Hilfe! Ich halte mich da. Da haben wir doch wen. Heuler hat mir gesagt, Maul, dass ihr es in die Gilde geschafft habt. Wenn ihr Informationen braucht, redet mit mir. Sagt mir, was dieser Edelstein wert ist. Sehe ich etwa aus wie ein Händler? Das müsst ihr mit Vex in der Diebesgilde besprechen. Wenn ihr euch gut mit ihnen stellt, werdet ihr sie finden. Wir sehen uns. Okay, das war jetzt die ganze Quest, oder was? Tatsache. Jetzt soll ich Vollmitglied der Diebesgilde werden. Ich denke, ich erinnere mich noch an die Quest mit Gulum Ai, den ich da verfolgen musste. Da muss ich zum Mercer frei, das ist glaube ich auch hier, zurückkehren.
Naja, das ist auch hier. Dann würde ich vorschlagen, dass ich das jetzt angehe. Sollen sich seltsame Dinge zutragen. Wieder zurück. Was gibt es denn diesmal? Ihr habt gewonnen. Ich ergebe mich. Das wird wunderbar. Was ist denn da los? Ja. Keine Ahnung. Nicht mein Konflikt. Wie kann eine bescheidene Dienerin von Talos euch behilflich sein? Okay, dann kann ich hier wieder diesen Geheimgang benutzen. Und dann geht's runter zur Diebesgilde. Der ich auch angehöre, wohlgemerkt. Der Diebesgilde gehöre ich an, ansonsten bin ich Barde, bin ich also Mitglied der Bardenakademie. Ihr wollt mit mir reden? Ich glaube, das war soweit. Hat Gulum Ai Informationen über unseren Käufer rausgerückt? Er hat gesagt, Goldenglanz sei von einer gewissen Kalia gekauft worden. Nein, das kann nicht sein. Diesen Namen habe ich seit Jahrzehnten nicht gehört. Das sind wirklich schlechte Neuigkeiten. Ich hätte gehofft, dass sie mir nie wieder über den Weg läuft. Gulum Ai hat mir auch gesagt, dass sie eine Mörderin ist. Kalia hat alles zerstört, wofür diese Gilde stand. Sie hat meinen Vorgänger kaltblütig ermordet und die Gilde verraten. Anschließend haben wir monatelang versucht, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Aber sie ist einfach verschwunden. Warum ist sie zurückgekommen? Kalia und ich waren wie Partner. Ich habe sie bei jedem Einbruch begleitet. Wir haben aufeinander aufgepasst. Ich kenne ihre Techniken, ihre Fähigkeiten. Wenn sie mich tötet, gibt es niemanden mehr, der auch nur die Chance hätte, sie zu fangen. Wenn wir doch nur wüssten, wo sie ist. Gulum Ai sagte mir, sie hätte zum Anfang des Endes gesagt. Das kann nur ein Ort sein. Der Ort, an dem sie Gallus ermordet hat. Eine Ruine namens Schneeschleierzuflucht. Wir müssen dorthin gehen, bevor sie wieder verschwindet. Wir? Ja, ich begleite euch. Und gemeinsam werden wir sie töten. Hier ist eure Bezahlung für Einsamkeit. Bereitet euch vor und trefft mich so bald wie möglich bei den Ruinen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie uns entwischt. Okay, aber was ich jetzt an Belohnung bekommen haben soll, habe ich nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Unterhalte dich mit Tomilia über den Tausch einer Rüstung. Ist das hier? Ah, da. Ihr seid also der neue Rekrut. Es sieht so aus, als ob wir uns gut miteinander vertraut machen müssen. Warum? Ich bin hier unten der Hehler. Wenn ihr etwas habt, das euch nicht wirklich gehört, zahle ich dafür. Abzüglich eines kleinen Gildenanteils, versteht sich. Ab und zu kann ich für eine kleine Gebühr auch einige für unsere Branche nützliche Dinge anbieten. Gibt es irgendwas, für das du dich nicht interessierst? Ist wahrscheinlich falsch übersetzt, oder? Natürlich. Wie wäre es, wenn ich euch von Heuler niederschlagen und in die Zisterne werfen lasse? Ich bin schon lange im Geschäft und habe alles gesehen.
Ihr könnt auf hart machen, auf intelligent, was immer ihr wollt. Letzten Endes interessiert uns hier unten nur, wie viel Gold ihr uns einbringt. Verstanden. Gut, dann gibt es nicht mehr viel zu sagen. Hier ist eure Rüstung. Sorgt dafür, dass ihr sie gut nutzt. Diebesgilden Stiefel, Ausrüstung, Handschuhe, Kapuze, ui. Direkt ein paar Quests hier. Nun, ihr erfüllt. Scheint euch hier unten gut einzufügen. Ich kann euch erlauben, ein Stück eurer Gildenrüstung einzutauschen. Welches soll es sein? Ist daran irgendetwas anders? Natürlich. Sonst wäre es ja keine großartige Belohnung, oder? Das neue Teil verbessert eure Fähigkeit mehr als das Original. Vertraut mir. Komm, ich tausche meine Stiefel ein. Seid ihr sicher? Nachdem ich es ausgetauscht habe, nehme ich es nicht mehr zurück. Außer natürlich, ihr wollt es zu einem Sonderpreis verkaufen. Ja, ich bin mir sicher. In Ordnung. Hier, bitte. Willkommen in unserer netten kleinen Familie. Ich bin einer der Beobachtungsposten der Gilde. Ich halte Delvin den Rücken frei. Ja, ist ja gut und schön, aber jetzt gucke ich mal eben. Da, Diebesgilden. Stiefel, Taschendiebstahl, 25% einfacher, aber Rüstung 11 und die haben Rüstung 15. Diebesgildenrüstung. Ah, meine Tragenkapazität ist dann um 20 Punkte erhöht. 32er Rüstungswert. Warte, welche habe ich sonst immer an? Die Zwergenrüstung. Ah, hat halt 38er Rüstungswert, ne? Na, ich glaube, den Kram kann ich schon wieder verticken, ey. Mehr kann man damit nicht wirklich anfangen. Okay, hier soll ich noch irgend so ein Ding zur Diebesgilde bringen. Das wird ja wahrscheinlich auch hier sein. Ich hasse diesen... Das ist halt durch die Mods leider. Also durch die Modifikationen ist das leider einfach der Fall, dass dieses deutsch-englische Mischmasch immer natürlich echt ätzend. Dann gucken, wo ich da hin muss. Ei, da ist er auch weit weg. Naja, so oder so muss ich dann erstmal hier raus. Wenn ihr zusätzliche Arbeit sucht, sprecht mit Wex. Wenn ihr euch an die Regeln haltet, werdet ihr reich. Brecht ihr sie, fliegt ihr raus. Einfach, oder? Nee. So, pass doch auf. Nee, hier wollte ich jetzt nicht hin, ehrlich gesagt. Es ist eine Sache zu behaupten, dass man die Fertigkeiten eines Diebes besitzt. Es ist eine ganz andere, diese auch einzusetzen. Boah, Alter, ich will auch einfach nur wieder hier raus.
Wo war denn das? Also da war es nicht, da war es nicht. Brynjolf also. Lasst mich raten. Er hat euch auf der Straße hier. Und euch einfach ins kalte Wasser geworfen. Nee, hier geht's ja auch nirgendwo hin. Hä? Richtig. Wo bin ich denn jetzt gerade hergekommen, Mensch? Da ist die Zisterne. Ich glaube hier. Das sieht gut aus. Braucht etwas? Ich glaube, dann bin ich von hier gekommen. Jawohl. So, eine Schneeschleierzuflucht, da wartet meine nächste Aufgabe auf mich. Dafür reise ich mal nach Windhelm. Mensch, Wilhelm. Wie dumm. So, mal gucken, mein Pferd dann jetzt auch irgendwie hier steht. Wahrscheinlich im Bereich der Ställe. Boah, Kacke. Ah, das ist meins, ne? Ja. Sehr schön. So, da sind wir auf Kurs. Gucken, ob man die blöden Wölfe da umgehen kann. Da tobt auch irgendein Kampf. Aber ich würde jetzt ganz gerne einfach nur zu dieser Höhle da kommen. Das wäre total cool. Ja, aber hier rennen schon wieder Wölfe rum. Aber du blödes Pferd, bleib doch hier. Wenn der schon abhaut. Na, da ist er wieder.
Ah, ich glaube, da ist mein Kollege. Da ist mein Kollege schon, den ich hier treffen soll. Ich glaube, das war's, ne? Der Eisgeist. Ja. Und dann hoffe ich, dass diese übertriebene Musik gleich aufhört. Und ich denke, dann müssen wir hier vorne. Na, er quakt da immer noch rum. Da im Hintergrund, aber ziemlich weit weg, ist auch noch so ein Geist. Aber ich denke, in der nächsten Folge wird's dann hier reingehen. Ich guck mal ganz vorsichtig. Ah ja. Ich glaube, da geht's dann in der nächsten Folge rein. Mit meinem Kumpel aus der Diebesgilde. Ich hoffe, man versteht meine Stimme überhaupt noch, weil die Musik gerade so laut ist. Ich kann nichts dagegen machen. Ich glaube, jetzt beruhigt sie sich. Wir sind schon etwas über der Zeit, deswegen sage ich danke fürs Zuschauen. Seid gerne auch in der nächsten Folge wieder dabei, wenn ihr mögt. Bis dahin.